Folgt der Wissenschaft, heißt es so schön. Und dann wollen wir das jetzt mal ganz konsequent tun. Biologie und Medizin sind sich einig, dass mit der Verschmelzung einer menschlichen Eizelle mit einer menschlichen Samenzelle ein neuer, junger Mensch entstanden ist. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Medias in Res. Dieser junge Mensch durchläuft im Rahmen seines Lebens verschiedene Entwicklungsstadien. Er ist aber in jedem Fall Mensch, als Erwachsener, als Jugendlicher, als Kind, als Embryo, als Seniorin. Es ist ein Mensch. Und dieser unverrückbaren Wesenshaftigkeit dieses Menschen trägt die zivilisierte Gesellschaft dadurch Rechnung, dass sie die Würde, dazu hat Patrick ein Video gemacht, das verlinken wir unten, also die zivilisierte Gesellschaft schützt die Würde und Leib und Leben jedes Menschen per Gesetz. Es gibt ein paar definierte Ausnahmen, in denen davon abgegangen werden kann, zum Beispiel bei der Selbstverteidigung oder wenn zum Beispiel Militär und Polizei wehrlose Menschen verteidigen müssen, dann darf auch mal ein Mensch verletzt werden oder sogar getötet werden. Ja, und dann gibt es natürlich noch die vorgeburtliche Kindstötung, landläufig Abtreibung genannt, die auch unter gewissen Bedingungen und in engen Grenzen nicht strafbar ist. Also grundsätzlich ist diese vorgeburtliche Kindstötung nicht legal. Und in Deutschland gilt, dass man mit nicht legalen Handlungen keine Werbung machen darf. Und vor allen Dingen dann nicht, wenn man diese nicht legale Handlung bewirbt, um daraus sich einen Vermögensvorteil zu verschaffen. Also man darf ganz, ja, wie soll ich sagen, sachlich darf man über diese nicht legalen Vorgänge informieren, also zum Beispiel über die Techniken der Abtreibung, wie das Zerstückeln des Kindes und das Absaugen oder das Verätzen des Kindes, das Totspritzen oder ja, wie sonst halt Kinder bei der Abtreibung getötet werden. Was allerdings noch verboten ist, das ist, dass man im Zuge dieser Informationen dann darauf hinweist, dass man diese tödlichen Tätigkeiten selbst ausführt. Gegen Geld. Das gilt als Werbung und die darf für eine Straftat eben nicht gemacht werden. Seit gewisser Zeit versucht eine Christina Hähnel für die Abtreibungsindustrie dieses Verbot der Werbung für dieses tödliche Geschäft zu kippen. Dafür geht sie auch vor Gericht. Und Geschäft sage ich deshalb, weil beispielsweise der Tötungsspezialist Friedrich Stapf in München, der dort so eine Tötungseinrichtung unterhält, der hat mal einen Einblick in sein Geschäft gewährt, und nach eigenen Angaben hat er im Laufe seines Lebens 140.000 junge Menschen getötet, bevor sie das Licht der Welt erblicken durften. Damit hat er, wenn man das mal konservativ ausrechnet, rund 77 Millionen Euro Einnahmen erwirtschaftet. Mit der Tötung von Menschen. Die waren noch nicht geboren, aber nach der Wissenschaft sind es ganz klar Menschen. Begründet wird dieses Verlangen nach der Werbung mit dem Angebot der Kindstötung damit, dass Frauen vorgeblich nicht ausreichend informiert würden oder sich nicht ausreichend informieren könnten. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir können alle jederzeit rund um die Uhr im Internet umfänglich und detailliert über die vorgeburtliche Kindstötung Informationen abrufen. Das ist überhaupt keine Frage. Und schon vorher gab es Bücher und
Broschüren und so weiter, in denen über die Abtreibung informiert wurde. Denn das Thema ist ja schon seit den 50er, 60er Jahren ist es ja ein diskutiertes Thema innerhalb der Gesellschaft. Also wie dem auch immer sei, es gibt also diese Bestrebungen, das Werbeverbot für diese Straftat abzuschaffen und die Ampelkoalition aus Sozialdemokraten, aus Liberalen und Grünen haben jetzt beschlossen, dass sie diesen Paragraphen 219 Strafgesetzbuch tatsächlich abschaffen wollen, damit künftig dann also für die Abtreibung, für die vorgeburtliche Kindstötung Werbung gemacht werden kann. Und da habe ich dann mal ein paar Fragen an diese Koalitionäre. Ist das eigentlich ein Zeichen von besonderer Liberalität oder was, wenn man für die Tötung von Mitmenschen Werbung macht? Liebe FDP, Herr Buschmann, Herr Lindner, ist es das? Und bei den Grünen, die sich so für die Natur einsetzen, ist das ein besonderes Zeichen einer besonderen Verantwortung, des Schutzes für das Natürlichste in der Natur, ein heranwachsendes Kind, der profitorientierten Tötung durch Menschen zu überlassen, die für diesen Akt des Tötens künftig dann Werbung schalten wollen, damit sie ihr Geschäft betreiben können. Das frage ich dann mal Bündnis 90, die Grünen, die sich doch immer so für die Natur einsetzen. Wie sieht's da aus, Herr Özdemir? Wie sieht's aus, Herr Habeck, Frau Baerbock? Ist das Naturschutz oder ja, Liberalität, kann ich ja auch noch mal sagen. Und steht es eigentlich einer sozialdemokratischen Partei zu, die ja immer vorgibt, sich für die Schwächsten einzusetzen, Anwalt für die Schwächsten in der Gesellschaft zu sein und für diese Gerechtigkeit erlangen zu wollen? Steht es der gut zu Gesicht, wenn sie ein Gesetzesvorhaben unterstützt, das zum Ziel hat, dass künftig die Tötung ungeborener Mitmenschen, also die Schwächsten und Schutzlosesten eigentlich in der Gesellschaft, beworben werden darf, damit diese Tötungsgeschäftemacher wie der Stapf und die Hähnel noch mehr Profit aus diesem blutigen Handwerk ziehen können? Ist das tatsächlich ein sozialdemokratisches Anliegen, Herr Scholz, Herr Bundeskanzler Scholz oder Anne Spiegel? Wo bleibt da eigentlich Ihr Humanismus? Und wo bleibt da diese oft beschworene Würde des Menschen? Wo bleiben da die Solidarität mit der Mutter, mit dem Kind? Wo bleibt da dieser ach so wichtige, wertschätzende Umgang mit den Mitmenschen? Wo bleiben da die zivilisatorischen Werte? Wo bleiben Sie bei Ihnen, liebe Politiker, wo bleiben da eigentlich Sie als Mensch? Wo bleibt Ihr Gewissen? Wo bleibt eigentlich Ihr Herz? Wissen Sie, dieses Kind, was Sie da jetzt im Bild sehen, das ist ein Abbild, eine Keramik-Nachbildung eines Kindes in der 12. Woche. So wie gerechnet wird. Es darf derzeit nach Scheinberatung unter bestimmten Umständen straffrei getötet werden und dem Mutterleib entrissen werden. Gleichzeitig, während also das Werbeverbot aufgehoben werden soll, gibt es innerhalb der Ampelkoalition einen Streit, ob man männliche Küken im Ei, damit sie nicht geschreddert werden müssen, also dürfen sie ja nicht mehr, sollen sie nicht zum Schlupf kommen. Und jetzt ist die Frage, ob man männliche Küken im Ei nur bis zum 7. Tag töten darf, im bebrüteten Ei, oder auch schon noch bis zum 9. Tag. Denn es könnte nicht ausgeschlossen werden, dass dieses bebrütete Küken im Ei zwischen dem 7. und 9. Tag bereits Schmerz empfinden könnte. Wohlgemerkt, ein Kind darf bis zur 12. Woche abgetrieben werden, unter Umständen auch noch länger. Das kommt dann auf die Indikation an. Ja, und wenn man sich das anschaut, dann ist das keine Kulturnation Deutschland mehr.
Das ist eine gefährliche Unkultur, die wir uns da leisten. Und darüber sollte man mal nachdenken in der Politik und in der Gesellschaft. Ich danke Ihnen, dass Sie auch heute dabei waren. Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal bei Medias in Res. Bis dahin, Servus.